Herzlich willkommen zu unserer Motorradtour aus dem Sommer 2017 und zwar durch Südwestengland. Heute fahren wir durch den Exmoor Nationalpark, wobei ich sagen muss, am Anfang machen wir einen kleinen Schlenker außerhalb vom Nationalpark. Wir fahren nämlich nach Cleve Abbey. So, wir starten wieder auf dem Sunny Lynn Holiday Park und schon geht's los. Schon sind die Vorbereitungen für das Bierfestival. Einmal im Jahr findet in Linden ein Bierfestival statt und das ist genau am nächsten Wochenende. Leider ist dann alles hier ausgebucht, deswegen müssen wir auch weiterreisen. Hätten wir natürlich auch gern mal mitgemacht. Schönsten Aussichten, finde ich. Einfach wunderbar über den Nationalpark zu schauen und wie die Straße sich da entlang schlängelt. Herrlich! Oh, nette Hinweise. Testen Sie Ihre Bremsen, schalten Sie runter. Naja, bei 25% Gefälle sollte man schon mal gewappnet sein. Schön, eine Haarnadelkurve im Gefälle und weiter geht's runter mit 25% Gefälle. Schön. Und wieder einmal fahren wir durch Porlock, durch dieses wunderschöne kleine alte englische Städtchen.
Und nun noch eine kleine Ortsdurchfahrt durch Minehead. Vorne rechts, wo das Wohnmobil einbiegt, geht es nach Dunster Castle. Das ist relativ überlaufen. Der Parkplatz war rappelvoll. Wir fahren erstmal nach Cleef Abbey. Gleich müsste es hier abgehen. Ah ja, jetzt hier. Und dann dürfte es nicht mehr weit sein. So, jetzt noch einen Parkplatz nehmen und dann geht's los. Cleef Abbey. Diese Abtei wurde zwischen 1186 und 1191 von William de Rumor gegründet. Aber schaut euch jetzt erstmal die Bilder an, ich möchte nicht so viel drüber quatschen. Der Eintritt war natürlich auch hier in unserem English Heritage Visitor Pass enthalten. Eine wirkliche Empfehlung, wenn man sich für Geschichte interessiert. So, und nun geht die Fahrt weiter und wir wollten noch etwas uns anschauen, was in der Nähe von Dunster lag. Leider muss ich eingestehen, wir haben es nicht gefunden. Also haben wir daraus eine schöne Rundfahrt durch den Exmoor Nationalpark gemacht. Aber schaut es euch mal an.
Jetzt müssen wir leider Gottes ein Stück der Strecke wieder zurückfahren, aber ich denke mal, es sind so 10 Meilen bis Dunster. Das ist okay. Und hier wieder die Zufahrt zu Dunster Castle. Da stehen sie schon Schlange. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir biegen jetzt links ab und fahren erstmal durch Dunster. Das sieht richtig schön hier aus. Einfach nur toll. Wirklich gut erhalten die ganzen Häuser hier. Die sehen einfach nur schön aus. So, einmal mit reinlegen in die Kurve und auch in die nächste. Wir sind lange Zeit so unter Bäumen hergefahren und wie ihr seht, die Helligkeitsunterschiede, das schafft die Kamera kaum. Ich habe es dann auch bei diesem Beispiel gelassen, weil es macht keinen Spaß, man erkennt ja nichts da drauf. Dann nehmen wir lieber die Sachen, die wir erkennen können, wie hier den nächsten Ort, Wedden Cross. Und da es Mittagszeit war, machte sich der Magen leicht bemerkbar und dann haben wir direkt die Gelegenheit genutzt, eine Tankstelle und dann eine Kleinigkeit essen. Wunderbar! So, frisch gestärkt geht es dann wieder durch den Exmoor Nationalpark, durch ganz kleine Straßen und dann noch zu einem kleinen Städtchen namens Brandon.
So, jetzt wollen wir mal einen kurzen Stopp machen, denn die Aussicht von hier ist wieder phänomenal. Und weiter geht's. Das ist jetzt erst das zweite Auto, was uns auf dieser Strecke entgegengekommen ist. Also der Verkehr hält sich hier in Grenzen, auf den Nebenstraßen. Hier geht's jetzt auch wieder etwas steiler runter. Und schaut mal vorne, was da rechts für ein Tierchen läuft. Ich kann es nicht sagen, was es war. Es hatte auf jeden Fall links und rechts einen Streifen auf dem Rücken. Keine Ahnung, was es war. Hier wäre es schon unangenehm, wenn uns ein Fahrzeug entgegenkommen würde. Und wieder auf Hauptstraßen unterwegs. Ah, der biegt jetzt ab. Wunderbar. Können wir beschleunigen. Jetzt geht's links ab Richtung Brandon und ich dachte, die Straßen wären breit, aber die sind nicht breit und es ist keine Einbahnstraße.
Also Gegenverkehr wäre hier jederzeit möglich. Noch über die Brücke und schon sind wir in Brandon. Ein sehr altes Städtchen. Ah ja, wir fahren jetzt weiter. Wir haben es allerdings jetzt nicht mehr weit, bis Linden ist nur noch ein kurzes Stück. Und ihr seht's schon da vorne, es geht wieder 25% den Berg hinauf. Wunderbar mit einem Motorrad. Wunderbar. Es macht so viel Spaß. Und rechts mal wieder eine Riesenherde von Schafen. Ein Blick übers Meer und wir fahren schon den Berg hinab nach Linhof. Natürlich geht es hier wieder mit 25% Gefälle runter. Das scheint wohl hier normal zu sein. So, und auf der anderen Seite den Berg wieder hoch, bis wir nach Linden kommen, zum Sunny Lynn Holiday Park. Unsere Station hier im Exmoor Nationalpark. So, nicht nur unsere Rundfahrt ist zu Ende, sondern auch der dritte Teil. Und ich freue mich schon, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf. Euer Wolfgang. Bis dahin.